Vor circa 35 Jahren haben Anna Maria Mende und Hubert Mende hier die Praxis gegründet. Das war damals der Deutschordenbad. Und ich habe vor 11 Jahren die Praxis als Osteopathin übernommen und sie in Mädlein umfirmiert. Meine Mutter, die Anna Maria Mende, ist noch als Podologin und Fußpflegerin mit im Haus. In den letzten Jahren habe ich die Praxis erweitert. 2015 haben wir das therapeutische Gerätetraining mit dazu genommen. Und sind wir ein Betrieb mit 14 Angestellten und alles hochqualifiziertes Fachpersonal im Bereich Therapie. Und ganz neu haben wir seit diesem Jahr, seit Beginn dieses Jahres noch der Reha-Sport mit dabei. Und der Reha-Sport, das kann man auf Verordnung machen, auf ärztliche Verordnung. Und das kann dann ein Jahr oder anderthalb Jahre gehen, je nachdem, was der Arzt aufschreibt. Und das kann ein- oder zweimal wöchentlich sein. Und also wenn bei uns Leute an Rücken- oder Nackentherapiezirkel trainieren möchten, brauchen wir vorausgehend eine Muskelfunktionsanalyse. Das heißt, wir schauen in jeglicher Bewegungsrichtung der Wirbelsäule, Seitneigung, nach vorne, nach hinten neigen und in Rotation, wie beweglich ist die Wirbelsäule. Das heißt, wir machen zuerst einen Amplitudetest. Sie neigt sich einmal nach rechts. Und dann neigt sie sich immer nach links. Und dann sehen wir, wie das Bewegungsausmaß nach rechts und links ist. Und anhand dieser Werte stellen wir dann fürs Training auch das so ein, dass man innerhalb der Bewegungsausmaße, die man selber halt machen kann, im schmerzfreien Zustand trainieren kann. Also die Bewegung wird getestet, so weit, dass eben kein Schmerz ausgelöst wird durch die Bewegung. Beim Krafttest ist das Gerät festgestellt, das heißt, egal wie fest sie drückt, sie kann es nicht wegdrücken. Das Gerät drückt auch nicht gegen den Patienten, sondern der Patient drückt gegen das Gerät. Das heißt, man hat keine Gefahr, dass das Gerät eine Kraft auf den Patienten auswirkt. Dann starten wir nach rechts. Es zählt runter. 3, 2, 1. Sie baut den Druck nach rechts auf, hält die Spannung und hält die Spannung. Jetzt sehen wir anhand dieses Schemas, dass wir innerhalb von 5 Sekunden hier einen Kraftaufwand haben von 36 Newtonmeter. Hier sieht man die Skala in Newtonmeter. Newtonmeter ist die Einheit für Kraft. Und hier sieht man, dass sie 36 Newtonmeter hatte. Dann wiederholen wir den Test mit abgedunkeltem Monitor. Wenn wir den Monitor nicht abdunkeln, versucht der Patient entweder den gleichen Wert oder einen besseren Wert zu erreichen. Das ist menschlich, wir wollen uns immer verbessern oder mindestens genauso gut sein. Dann könnte es sein, dass sie nicht auf ihre Schmerzsensorik achtet, sondern eben nur versucht, sich zu verbessern. Das wollen wir nicht. Deswegen dunkeln wir den Bildschirm ab und sage 3, 2, 1, Druck aufbauen, pressen, halten, halten, halten und locker lassen. So, jetzt sehen wir, ich bringe Sie mal wieder in eine neutrale Position, dass sie jetzt 57 Newtonmeter aufgebaut hat. Das ist keine Seltenheit, dass beim ersten Test die Werte so unterschiedlich sind. Das liegt einfach daran, wenn ich so ein Gerät noch nicht kenne, dann bin ich erstmal vorsichtig und gucke, was kann ich überhaupt machen innerhalb meiner Schmerzgrenze. Und erst wenn ich dann weiß, wie es funktioniert, dann traue ich mir vielleicht auch wirklich meine Maximalkraft aufzubringen innerhalb meines Schmerzbereichs. Und anhand dieser Kraft, die Sie aufgewandt haben, berechnen wir dann, mit wie viel Gewicht Sie das Training starten können. Also es ist bei jedem, der hierher kommt, bei jedem Patient unterschiedlich, wie viel Gewicht wir aufbringen können. Und wenn dann alles eingestellt ist, dann haben wir so ein Schaubild. Da haben wir jetzt die Amplitude nach rechts und links mit 30 Grad. Nach rechts würde sie anfangen zu trainieren und sie ist schon so weit, dass sie mit 55 Kilo trainieren kann. Also es steht alles da, das muss sich auch keiner merken. Dann stellt der Therapeut das Gerät ein und sie startet und bewegt sich dann innerhalb dieser grünen Bereiche. Die grünen Bereiche sind genau diese 30 Grad, die vorher festgelegt worden sind. Und dann weiß sie genau, das ist das Bewegungsausmaß, das ich optimalerweise haben sollte.
Und wenn ich mich zu weit bewege, demonstriert sie uns jetzt gerade mal, dann wird es direkt rot, weil, hallo, Gefahr, es könnte also sein, dass ich mich mit diesem Gewicht übernehme, wenn ich mich zu weit bewege. Deswegen bleibe sie wieder im grünen Bereich, deswegen sieht man das direkt. Sie selber können sich kontrollieren, aber auch wir kontrollieren sie, denn diese Übungen an den Geräten sind mit einer 3:1 Betreuung, also bei einem Therapeut sind maximal 3 Patienten. Es funktioniert natürlich nur, wenn wir Termine vereinbaren. Das heißt, das Training läuft auf Termin, damit wir das gewährleisten können, dass möglichst wenig Patienten bei einem Therapeut sind und nicht auf einen Schlag 10 Leute kommen, weil dann können wir nach niemand mehr schauen. Und das wollen wir hier nicht, an diesem Zirkel. Deswegen brauchen wir da Termine. Jetzt sagt die Geschwindigkeit ist okay. Das Weiße ist die Geschwindigkeit, die der Computer vorgibt. Und das Grüne, das ist das, was sie tut. Und das geht immer ein bisschen sprunghaft, weil bei jeder Bewegung geht es halt ein bisschen nach oben. Und dann haben wir irgendwann 95% abgeschlossen und dann schließlich 100% des Zielbereiches erreicht. Dann sagt er fertig, dann drücken wir da drauf, bringen sie in eine neutrale Position. Und jetzt zeigt uns der Computer nochmal an, wie genau Sie das Training gemacht haben. Ja, also wenn Sie hier diese schöne gerade Linie hier runter haben, hier hinter, dann haben Sie optimal trainiert. Sie haben das komplette Bewegungsintervall ausgenutzt, von der Zeit her, das Intervall hat gestimmt, dann die Amplitude hat gestimmt in beide Richtungen, es gibt komplette Ausmaß ausgenutzt. Hier hat sie zur Demonstration zweimal diese rote Sache gemacht, die wollen wir nicht haben, da sehen wir dann noch einmal, oh, da muss man noch mal nachschulen, noch mal gucken. Freitags, da freuen wir uns besonders, da hat uns die Gemeinde Ötheim das Ötheimer Hallebad zur Verfügung gestellt und da ist um 16.30 Uhr und um 17.15 Uhr dann Reha-Sport im Wasser im Ötheimer Hallebad. Im Sommer ist das Ötheimer Hallebad immer geschlossen und dass wir dann eben nicht keinen Reha-Sport im Wasser mehr anbieten können, dürfen wir dann in den Sperrfechterpark und dort im See, die haben da eine betonierte Plattform, können wir dann dort den Reha-Sport im Wasser machen. Und da freuen wir uns ganz arg, dass uns Sperrfechter diese Möglichkeit zur Verfügung stellt, da die sogar so freundlich sind und sagen, Reha-Sport-Teilnehmer dürfen dann kostenlos rein in den Park und das ist natürlich für uns eine großartige Möglichkeit. Und dass wir da so eine tolle Kooperation aufbauen können, ist natürlich klasse in Ötheim. Im Sommer haben wir hier auch eine besondere Möglichkeit. Und zwar, wer uns von früher schon kennt, vom Deutsch-Ortenbad, der weiß, dass man früher im Haus eine öffentliche Sauna hatte und auch ein tiefer gelegter Garten, der eben sichtgeschützt bewachsen ist. Und in diesem tiefer gelegenen Garten wird es dann in Zukunft im Sommer dann Kurse im Freien geben. Der Reha-Sport machen wir dann da im Freien oder auch verschiedene andere Kurse. Wir haben auch sogenannte Präventionskurse. Präventionskurse sind Kurse, die von der Krankenkasse bezuschusst oder vollständig bezahlt werden. Und da haben wir dann zum Beispiel einen Kurs, der heißt Ladies After Work. Das ist dann nur für Frauen, funktionelles Training mit Kleingeräten, wo der ganze Körper trainiert wird. Und das kann man dann auch bei uns im Freien machen. Die Sauna gibt es nicht mehr. Die ist bei dem furchtbaren Unwetter 2016 im Mai komplett mit Schlamm überflutet wurde, da hat uns das gesamte Willebacher Feld ins Haus reingejagt und da ist auch unsere Sauna mit der kompletten Einrichtung eben diesem Wasserschaden zum Opfer gefallen. Also wir haben dann diesen riesen Schaden genutzt und das Beste daraus gemacht und haben dann eben die Sauna entfernt und haben Physiotherapieräume eingerichtet und jetzt haben wir noch einmal auf 160 Quadratmeter sehr große und großzügige Räume für die Physiotherapie und für den Reha-Sport auch bei uns im Haus. Seit Januar unterstützt uns die Ute Wickel im Sekretariat und begrüßt Sie am Empfang und ist am Telefon für Sie zur Verfügung, wenn Sie sich melden bei uns. Wenn jemand zu mir kommt, der zum Beispiel ein Rückenproblem hat im unteren Rücken, dann muss das ja nicht unbedingt sein, also die Füße und so, mal, das habe ich eh schon alles untersucht, ja, das ist in Ordnung, dann muss das ja nicht unbedingt sein, dass der am Rücken auch tatsächlich ein Problem hat. Der hat nur den Schmerz am Rücken. Den Schmerz am Rücken kann man zum Beispiel haben, da kann ich von mir selber reden, ich habe vor 9 Monaten ein Baby gekriegt, meine Bauchmuskeln sind noch nicht da, wenn die Bauchmuskeln fehlen, habe ich hier keinen Gegenzug, ja, komme nicht nach vorne mit meinem Becken, also habe ich ein Hohlkreuz, wir sind jetzt gerade hinter alles zusammen, ja, durch eben die Schwangerschaft, die Dehnungsgeschichte, wenn man das wieder aufbaut durch die Rückbildungsgymnastik, das Becken wieder nach vorne kommt, habe ich hier die Entlastung,
Sache geritzt. Mhm. Ja? Jetzt gibt es aber auch Männer, die haben so einen Kessel, sind nicht schwanger. Kraniosakraltherapie, das Kranium ist der Kopf, Sacrum ist das Kreuzbein. Also das ist die Therapie zwischen Kopf und Kreuzbein. Das ist sozusagen die Kür der Osteopathie. Also wenn man alles im Bewegungsapparat richten kann und von allen Verdauungstrakt und so weiter, das alles gelernt hat, dann im Rahmen dieses Studiums lernt man dann eben neurologische Behandlungen, also die Behandlung des Kopfes und des Kreuzbeins und des gesamten Nervengeflecht, wo dazwischen drin verläuft. Warum funktioniert das jetzt, was ihr da macht mit dem Fühlen über den Kopf? So, hier sehen wir jetzt, dass wir diese gelben Striche da überall haben. Das ist die Fontanelle, ja, hat man vielleicht schon mal gehört, dass man da nicht reindrücken soll, wenn es aber weich ist bei den Babys. Hier hinten gibt es auch eine Mini-Fontanelle, das ist der Bereich, da wächst ziemlich schnell zu. Also mein David ist 10 Monate alt, die Fontanelle ist noch offen, die kann ein gutes Jahr oder länger offen sein. Und dann, was da passiert ist, die Verknöcherung, das sieht dann nachher so aus, wie so Reißverschlusssystem, ja, von diesen Schädelnähten. Die Schädelnähte, die bleiben aber mobil. Ja, weil innen drin ist immer noch eine kleine Schicht Bindegewebe. Und es ist bewiesen, dass der Schädel sich bewegt. Ich mache Buchhaltung oder Teil von der Buchhaltung. Ich bin dann auch immer drüber und schaffe aber im Hintergrund. Also mich sieht man normal.